Was sich da bewegt hat in den letzten eineinhalb Wochen, ist unglaublich. Wir haben 3.500 Klicks in YouTube und auf Facebook spült es sich auch und alles an Hass auf die Radiosender, weil sie es nicht spielen. Und eigentlich soll ich nicht sagen, soll ich sagen, du tue ich jetzt nicht besser, weil die Radiosender sind ja die, die wir brauchen. Was scheiß dran, ich bin voll bei euch, weil mir jetzt anzahlen, dass wir nicht spielen werden. Echt wahr. Großen Applaus. Für euch. Das ist echt ganz, 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 ganz toll. Einzelnen von euch. Das ist jetzt ganz, ganz toll. Das Engerl ist entstanden, weil der Michael Scheitel, der seid ihr leider nicht da, der dann im Ausland einen Auftritt, sonst war er heute da. Natürlich bei der Videopräsentation heute, aber es ist nicht ausgegangen. Und auf alle Fälle, er hat das Lied geschrieben, dazu hat er mit der Hochmeldung eigentlich und der hat einen Raum passt, dann ist das ein bisschen Engerl geworden, dann habe ich den Text dazu geschrieben und so ist das Engerl entstanden. So, wir machen das jetzt da, wir wollen ein Video machen. So, na, kannst du kein Video machen, weil da brauchst du schon ein ordentliches hinter dir mal, die da helfen, die unterstützen, das ist ja nicht alles ein Lappalli. Das ist ja alles mit Kosten zu verbunden und mit Schweiß und Spaß natürlich auch. Also ich habe den meisten Spaß gehabt, aber auch kalt, ich habe den Spaß gehabt. Aber es war wirklich sehr, sehr leibend, für mich total interessant und ich finde, es ist echt cool geworden. Es ist wirklich leibend geworden. Und das Ganze ist nur, aus einem Grund hat es irgendwie nur funktionieren können, weil wir im Hintergrund, es war mir alles doof, aber hier bringen wir es jetzt da, der hilft uns. Und da hat es wirklich eine mir sehr lang schon verbundene, durch einen guten Freund von mir, verbundene Firma hat uns da geholfen. Das ist die Firma Adamol, 1896, in dieser Heide. Alles aus praktisch aber angereist, weil wir haben einen Termin in Brandenburg, da und wieder. Danke euch an dieser Stelle. Ihr seid die leibendste, öligste Firma, was ich in meinem Leben kennengelernt habe. Weltklasse. Und es ist wirklich jeder Einzelne ein so toller Bursch und überhaupt fesche und tolle Mädels in der Firma, die uns wirklich sehr unterstützen. Und wir sie auch natürlich. Und wo es geht, machen wir Werbung und auch umgekehrt. Vielen Dank noch einmal. Und deswegen möchte ich mit einem großen Applaus bitte den Martin Gang auf die Bühne. Vielen Dank. Den Vertreter natürlich für, glaube ich, 30 Personen. Wer ihn so nicht kennt, das ist unser Papa Natalia, unser Weihnachtsmann seit vielen Jahren bei den Weihnachtskonzerten. Du bist der, der das in die Höhle geleitet hat. Du bist natürlich nicht ein, es gibt einen Anschiff, da gibt es natürlich noch einen Herrn, der Klaus hat gestern schon meine CD von mir bekommen, die ganze Belegschaft hat natürlich eine bekommen und das Video gibt es ja ein bisschen zu merken. Aber jetzt kriegst du endlich deine Ahnung. Jetzt warst du schon lang nach Hause auf mich, weil du es nicht gehört hast. Ich danke dir vielmals für die Idee und fürs Unterstützen. Dankeschön. Aber man ist immer noch hin, das ist ein Wahnsinn. Oder man hat die Bühne von der Demo, das ist ein Wahnsinn. So, meine Herrschaften, wir gehen jetzt in die Pause. Und ihr kriegt jetzt das Weihnachtsabend. Und auch mein Weihnachtsmann, den wir den ganzen Tag haben. Osterhasi. Freuen wir schon so auf den Weihnachtskonzert. Also Oster. Was da? Osterhasi. Nikolas. Meine Herrschaft, ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Mal ein großer Leinwand, sonst sieht man es immer nur im Internet. So klar. Diesmal groß für euch alle. Ich hoffe, ihr habt Spaß und jetzt dann anschließend alle die Pause. Jetzt vorbei. Ihr könnt Karten kaufen für die nächsten Events, was wir starten, für die nächsten Auftritte. Ihr könnt CDs kaufen, ist ja keine Frage. Wir geben es diesmal wirklich her. Und schaut euch genau, wo wir in der nächsten Zeit sind. Auf alle Fälle schaut euch das Weingut Langes an. Das wird ein Mörderauftritt in Biesenberg. Urcool, voriges Jahr gewesen, haben die 450 Leute dort. Es ist sehr schnell ausverkauft worden, obwohl es nicht reinpasst, aber es ist ein Open Air. Und wir spielen ja nur ein Open Air. Also, meine Herrschaften, Gas geben und Karten kaufen. Wir haben heute die Karten da, hoffe ich. Haben wir es da? Ja, ihr habt sie da. Meine Herrschaften, viel Spaß. Und ich danke euch nochmal fürs Voten und fürs Anrufen. Hört es weiter, die Radiosender. Bitte, 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 bitte. Dafür bleibe ich so lange wie möglich, euer Vidat.
Liebe euch alle, viel Spaß bei deinem Engerl. Morgen, es gibt's für mich.